Hey Clasher, Ausrüstungen sind zurzeit ein heißes Thema in Clash of Clans, denn wissen wir auf jeden Fall, es gibt super viele inzwischen und jede einzelne Ausrüstung dauert seine Zeit zu leveln. Am Ende braucht man allerdings primär eigentlich nur ein Set an einer Ausrüstungskombination, die man auf einem soliden Level hat. Und ich bekomme deswegen immer die Frage, Itzu, was sind die besten Ausrüstungen? Welche Ausrüstung soll ich denn jetzt aktuell hier leveln und präferieren, um am Ende erst natürlich sicher dazustehen, eine gute Ausrüstungskombination zu haben und halt eben am Ende die besten Chancen auf Drachen zu haben? Nun ja, es gab auf jeden Fall jetzt einen Dataminer, beziehungsweise jemand, der sich das Ganze mal angeschaut hat, in den Top 200 global. Was wird dazu genutzt an Strategien, beziehungsweise an Ausrüstungen? Das heißt, lass uns zuerst einmal anschauen, was sind die meistgenutzten Ausrüstungen aktuell im Spiel in den Top 200? Und natürlich auch, was sind die meistgenutzten Strategien dann in der Legende? Und falls ihr euren Fortschritt ein wenig boosten wollt und euch Angebote aus dem Ingame-Shop oder auch zum Beispiel den Goldpass kaufen solltet, unterstützt sehr, sehr gerne euren Lieblings-Creator. Falls ihr diesen Kanal und Videos wie dieses hier auf jeden Fall feiert, nutzt sehr gerne den Creator-Code Itzu. Dafür natürlich immer ein riesengroßes Dankeschön. Und hierbei schauen wir uns zuerst die Ausrüstungen an, was in den Top 200 gespielt wurde und danach einmal die Strategien. Wichtiger Hinweis hierbei, leider ist diese Liste bereits einen Monat alt, das heißt, sie ist vor ziemlich genau einem Monat erstellt worden, am 14.03. um genau zu sein. Und ich möchte natürlich auch schauen, denke ich, das Ganze wird sich gegebenenfalls ändern mit jetzt zum Beispiel dem neuen Update und dem neuen Begleittipp. Aber lass uns erstmal die Ausrüstung anschauen und dann auch direkt rüber zu den Strategien gehen. Beim König keine große Überraschung. Der wahrscheinlich unflexibelste Held, den es da draußen gibt, wenn es die Ausrüstung angeht. Denn der Riesenhandschuh und die Wutflasche, es gibt keine bessere Kombination. Punkt aus, Ende, fertig. Diskussion beendet an sich. Klar, man kann jeder Strategie minimale Anpassungen machen, je nach Dorf oder sowas, wenn man es wirklich möchte. Aber wenn es darum geht, dass ihr eine Ausrüstung auf einer hohen Stufe habt, sodass ihr möglichst viele Strategien abdecken könnt, das ist die Kombination. That's it. Mehr muss man an sich dazu nicht sagen. Es gibt noch ein paar weitere Kombinationen, unter anderem erscheint, wo Leute ein bisschen fancy sein möchten, beziehungsweise die nächste mit den 4 Nutzungen, Erdbebenschuhe und Riesenhandschuhe. Wahrscheinlich irgendeine Art von Luftangriff. Aber ansonsten Primärkombination, wo vielleicht die epische Ausrüstung nicht gekauft wurde oder ähnliches. Bei der Königin haben wir schon ein bisschen mehr Vielfalt auf jeden Fall, denn dort sieht das Ganze so aus. Frostpfeil und die Unsichtbarkeit wird 146 Mal von 200 Mal genutzt. Was auch auf jeden Fall noch ein sehr großer Teil ist. Es ist einfach die Kombination, die am sichersten ist, wenn es darum geht, eine breite Masse an Strategien abzudecken und gleichzeitig die Top-Nutzrate eben zu haben für viele der Top-Strategien. Mehr als Wurzelreiter ist diese Kombination Ausrüstung tipptopp. Queen Charges ist diese Ausrüstungskombination tipptopp. Das heißt, viele dieser Strategien werden damit abgedeckt. Und werden uns mal genau, wie gesagt, die Strategien anschauen, die am meisten genutzt werden. Und ich glaube, da wird auf jeden Fall am Ende genau klar, warum eben diese Ausrüstungen so genutzt werden. Weiter geht's, und zwar mit der Kombination aus Heilerpuppe und Unsichtbarkeit. Das ist wahrscheinlich die beste Kombination, wenn ihr keine epische Ausrüstung nutzen wollt. Eine Kombination, die man fast immer gut leveln kann und so ziemlich in jeder Strategie einen guten Nutzen hat. Beim Wächter ist das Ganze schon ein bisschen mehr aufgedröselt. Das heißt, hier haben wir 139 Mal die Kombination aus Unbesiegbarkeit, also Eternal Tome, und eben dem Heilbuch. Das hat auf jeden Fall den Grund mit den Wurzelreitern. Heilbuch, Unbesiegbarkeit harmoniert unfassbar gut mit dem Wurzelreiter zusammen, egal ob als Mass-Variante, also Wurzelreit und fertig, oder eben auch mit dem Queen Charge zusammen. Beides auf jeden Fall eine sehr gute Kombination. Ansonsten noch der Wutgem mit der Unbesiegbarkeit. Hier allerdings würde ich bereits jetzt behaupten, ich glaube, das wird sich mit dem wütenden Blob, also mit dem neuen Begleiter beim Update, einen Tick nochmal ändern, dass nochmal mehr Feuerbälle mit hinzukommen. Erstens, mehr Leute werden diese Ausrüstung Max haben. Und zweitens, dieses Pad ist einfach gefühlt für den Wächter gemacht. Sollte unfassbar stark sein. Von daher hoffe ich auf jeden Fall, dass es hier von dieser Ausrüstungsliste nochmal so ein kleines Update gibt, wie es dann nach dem Update vielleicht aussieht. Weiter geht's bei der Gladiatorin. Hier haben wir wahrscheinlich die Vielfalt schlechthin. Einfach aus dem Grund, wie ich bereits in meinen Guide-Videos gesagt habe, wenn es um die Ausrüstung geht. Die Ausrüstungen nehmen sich nicht so krass viel, die einzelnen. Die Eilflasche ist auf jeden Fall die beste, aber danach wird es auf jeden Fall schon relativ eng. Durch jetzt die letzten Veränderungen der Ausrüstung, das heißt, die Eilflasche wurde verbessert bzw. gleichgelassen größtenteils mit dem Royal Gem zusammen, aber sie wurde verschlechtert mit allen anderen Kombinationen, weil eben dieser Bug am Ende behoben wurde und dann eine Verschlechterung stattfand. Das heißt, wir sehen hier auf jeden Fall Royal Gem mit Haste Vial 66 Mal. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch höher geht, weil es eben aktuell die beste Kombination ist. Die zweitbeste Kombination meiner Meinung nach wäre wahrscheinlich dann die Eilflasche mit den Schweinereitern. Die haben wir hier 18 Mal von 200. Allerdings muss man eben mit dazu sagen, das sind zwei Ausrüstungen, die man beide leveln muss und beide jeweils Erze reinstecken muss. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, warum die hier nicht ganz so häufig vertreten ist. Ich glaube, die hätte auf jeden Fall nochmal eine höhere Zahl auf jeden Fall verdient.
Ansonsten Royal Gem, Seeking Shield, man kann damit immer noch oben mit dabei sein. Es ist nicht so, dass man immer die Creme à la Creme der Ausrüstung haben muss. Sobald ihr ein Set an guten Leveln von Ausrüstung habt, reicht das bereits in den meisten Fällen vollkommen. Und das sieht man hier auf jeden Fall mit den Gladiatoren und dem Royal Gem und dem Seeking Shield. Also genau die Ausrüstungen, die halt eben von Anfang an eben auf der Gladiatoren drauf waren. Und das ist an sich schon das große Breakdown. Wir sehen nochmal die einzelnen Kombinationen, beziehungsweise die einzelnen Ausrüstungen. Ja, da gibt's auch immer klare Gewinner immer, ne? 190 mal Riesenhandschuhe, 190 mal die Wutflasche, 192 mal die Unsichtbarkeit bei der Königin, beim Wächter 199 mal die Unbesiegbarkeit, also die Eternal Tome-Fähigkeit. Nur bei der Gladiatoren haben wir eine gute Mischung, würde ich behaupten. Aber da eben, denke ich, wird's vor allem daran liegen, dass die Gladiatoren von vielen nicht präferiert wird, beziehungsweise, ja, als allgemein Priority genutzt wird, wenn es um die Ausrüstung geht, weil sie halt eben nicht so viel Unterschied haben. Aber, das heißt, jetzt, wo wir die Ausrüstung verstanden haben, wie sieht es denn mit den Strategien aus, die aktuell so genutzt werden oder genutzt wurden dann in den Top 200? Und diese Liste sollte wahrscheinlich wirklich niemanden überraschen, denn wir haben natürlich die Wurzelreiter, die komplett dominieren, was die Anzahl der Angriffe angeht. Hier wäre ganz wichtig, falls sich jemand wundert, was ist Smash Root Rider? Es ist Wurzelreiter an sich aber zusammengefasst mit unterschiedlichen Arten. Das heißt, in diese 31% kommen als erstes rein Wurzelreiter mit allgemein dem neuen Wurzelzauber oder zum Beispiel mit Superbahn zusammenspielen das einige oder eben auch zum Beispiel mit den Valkyren als Kombination. Wichtig aber ist, die Smash Root Rider Kategorie ist einfach Mass Wurzelreiter mit irgendeiner Art von Ergänzung. Wie gesagt, das können Valkyren sein, Superbarbaren, jede Art von Zauber und so weiter. Das ist 31% der Top 200. Das erklärt auf jeden Fall die Kombination der Ausrüstung, vor allem wenn es um die Heilung geht. Beim Wächter ist einfach bei dieser Kombination das A und O. Keine Wutaura, ganz, ganz wichtig, die Heilaura benutzen. Auf Platz 2 haben wir dann Queen Charge Wurzelreiter. Also weiterhin, wir bleiben bei den Wurzelreitern, aber jetzt ein anderer Anfang des Angriffs. Denn hier wird jetzt die Königin benutzt mit eben dann am Ende Wurzelreiter hinten raus. Auch das überrascht dich wirklich, aber der nächste Punkt überrascht dich dann doch, und zwar Zap Wurzelreiter. Das heißt 14%, 28 Spieler in den Top 200 in der letzten Saison. Ihr seht hier, März Saison, das heißt komplett am Ende, die dort in diesen Top 200 geendet haben, haben Blitzsauer mit Wurzelreiter gespielt. Finde ich recht interessant. Ich finde persönlich immer diese Mass-Wurzelreiter-Angriffe sind noch ein Ticken stärker. Aber wir sehen auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil eben ganz, ganz oben in der Legende nutzt Wurzelreiter. Ich bin gespannt, wie sich die Zahlen nach und nach verändern und ob dann gegebenenfalls noch eine weitere Verschlechterung stattfindet. Denn man könnte auf jeden Fall sagen, dass Wurzelreiter weiterhin komplett dominieren. Selbst mit den letzten Verschlechterungen, die halt eben relativ klein waren. Machen wir weiter. Die erste Strategie, die halt keine Wurzelreiter sind, ist Zap Lalo. 26 Spieler auch hier. Am Ende ist es wahrscheinlich primär sowas, Leute wie Stars, Rikiris, die oben mit dieser Strategie unterwegs sind. Das heißt, wirklich die wahrscheinlich Spieler, die man mit als beste Spieler der Welt auf jeden Fall deklarieren kann oder können. Und die am Ende auch immer in den Top 10 beenden. Und hier haben wir dann zum Beispiel dann die Spieler, die halt eben die Kombination bei der Königin benutzen, aus eben Heiler und eben Unsichtbarkeit zum Beispiel, denn das ist bei solchen Strategien auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen. Also diese Superdrachen, da haben wir dann die Leute, die zum Beispiel beim König die Erdbebenschuhe und eben auch den Riesenhandschuh genutzt haben, denn das ist bei solchen Angriffen auf jeden Fall nicht schlecht. Quintastrahler auch mit dabei, Elektrodrache oben mit dabei, auch auf jeden Fall. Superdrachen, Elektrodrachen werden oben auf jeden Fall nicht fehlen. Dann Superbogenschützen Zeppelin, wundert mich ein bisschen. Finde ich persönlich inzwischen den größten Müll. Also meiner Meinung nach war der Nerf doch recht groß. Und ich fand Superbogenschützen Zeppelin davor eh schon relativ schwach auf Radar 16. Meine persönliche Meinung. Ich war bei meinem Rang 1 Push auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, wenn ich in der Verteidigung Superbogenschützen Zeppelin gesehen habe. Weil das hieß meistens entweder eine sehr niedrige Verteidigung oder sogar One-Star. Von daher, ja, schaffen es anscheinend noch einige oben. 8 Accounts von 200 sind anscheinend mit Superbogenschützen Zeppelin. Wobei, wir sehen es weiter unten nochmal. Superbogenschützen Zeppelin ist noch mit 2% dort vorhanden. Das heißt, am Ende sind es, ja, 5 Spieler. Meine Mathematik ist auf jeden Fall nicht mehr ganz am Start. Sind es am Ende 12 Spieler, wenn man die beiden zusammen addiert. Ansonsten haben wir noch Hydra. Wir haben Superbow oder Smash und Queen Charge Hybrid. Wer der Verrückte ist, bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber so oder so, das ist die Auflistung der Strategien, die eben jetzt hier in den Top 200 unterwegs sind. Jetzt natürlich die Frage, wird sich das jetzt hier im April ändern? Und hier kommt auf jeden Fall meine Mission. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Bock auf das Projekt habt. Ich habe auf jeden Fall Lust, in diese Liste einen neuen Heiler-Charge hinzubekommen.
Erstens natürlich würden wir mehr Feuerball-Action in diese ganze Liste reinbekommen, auch von den vorherigen, also von der Reddit-Liste. Aber was mir viel, viel wichtiger ist einfach, ich will es schaffen, dass sie wirklich in diese Liste, wo an sich ja nur seriöse Strategien drin stehen, wie eben Mess Wurzelreiter, Lalo, dies, jens und so weiter und so fort. Ich will auf jeden Fall in die Top 200 mit einem Account kommen, sodass sie am Ende einen neuen Heiler Wächter-Chart hier mit auf diese Liste packen müssen. Das wäre auf jeden Fall so mein kleines Träumchen, mit einem der Accounts auf jeden Fall damit in die Top 200 zu kommen, um es auf die Liste zu schaffen. Wäre auf jeden Fall cool. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das Projekt feiert. Dann können wir es auf jeden Fall versuchen durchzuziehen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, ob ich das Ganze irgendwie schaffe. Ansonsten war es das schon bereits für heute, für das Video. Einfach ein paar Zahlen mal angeschaut. Morgen geht es auf jeden Fall dann daran an, ja, ein paar Sachen zu jammen oder ähnliches. Wir werden auf jeden Fall dann schauen, was wir uns dann noch machen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Video. Bis dann rein. Ich wünsche euch was und natürlich tschö, tschö.